Hallihallo, hier ist Bleisteins nächster Elite-Tipp. Ja, der Unterstützungstrupp. Diesmal Blutlegion, weil ich selber dazugehöre. Diejenigen unter euch, die selber mit Minions spielen, also zum Beispiel als Necro oder wer einen Tiergefährten hat, der weiß, was also zusätzliche Kräfte da bedeuten können. Einmal teile ich natürlich ein bisschen zusätzlichen Damage aus. Ich kann auch ein bisschen nur Anruf von mir ablenken. Daher hat es einige Vorteile, mit zusätzlichen Kämpfern hier ins Feld zu ziehen. Das Ganze ein bisschen hier mit Action zu versehen, haben wir uns hier Fertigkeiten ausgesucht, wo der verrückte Etin zu besiegen ist. Und ihr seht, wie meine beiden Mates hier mit der blauen entsprechenden Schrift mit auf den Etin draufdreschen. Allerdings, jetzt dürften sie auch schon wieder verschwunden sein, denn diese Fertigkeit, diese Elite-Skills, der hält nur 30 Sekunden lang. Die Masse an Damage, die austeilen, ja, die ist nicht so gigantisch, die sehen wir gleich nochmal. Mit einem kleinen Anhängsel. Ja, hier rotzt sich noch alles raus, was so der Ede zu bieten hat, um mir auch den Fertigkeitspunkt dann zu holen. Aber wir wollen ja auf den Skill gucken und mal, um mal etwas genauer zu sehen, was der denn eigentlich so bringt und wie viel Damage die beiden austeilen, habe ich hier mal so ein einzelnes Opfer gesucht. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, so richtig dolle ist das nicht. Also so richtig fett Damage machen die ja nicht. Sind auch sehr zögerlich. Ja, erinnert mich ein bisschen an Guild Wars 1 und die Henchmen, die da anzuheuern waren. Sind natürlich nicht richtig lenkbar und so richtig viel Aua machen sie nicht. Von daher, auch hier mein Fazit. Ganz nett. Ganz lustig. Aber muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Ja, wer das anders sieht, bitte einfach Kommentar. Vielleicht kann man es noch geschickter irgendwie einsetzen. Ansonsten sage ich bis demnächst. Euer Bleistein. Ciao.